Ja, hallo Joe. Ich kann dich interviewen aus der Ferne. Hallo. Ja, hallo dir, was siehst du? Ja, Anlass für unser Interview ist, dass du wieder einen Kongress organisierst, NTO Science, im September, 12. bis 14. September in Potsdam bei Berlin. Das ist der zweite NTO Science Kongress, den du organisierst. Ja, ich habe dich schon mal dazu interviewt, aber trotzdem noch mal allgemein. Was ist dein Anliegen mit diesem Kongress? Also in dem Kongress wollen wir ein sehr breites Forum anbieten für Leute, die sich zu diesem Thema psychoaktive Substanzen, Pflanzen interessieren. Mein Anliegen, wie das Anliegen ganz vieler Leute, die das organisieren, ist, eine möglichst breite Basis zu schaffen, um in Austausch zu kommen. Das Thema ist ja sehr bunt und schillernd. Nicht nur, weil die Erfahrung bunt und schillernd sein kann, sondern weil es in alle Themenfelder hineinwirkt. Also zu dem Thema gibt es viel und Interessantes zu erzählen, zum Thema Therapie, Schamanismus, Kunst, Musik, Politik, Kultur im Allgemeinen. Mich speziell interessiert der spirituelle Teil, aber das wäre quasi eine persönliche Vorliebe. Aber vielleicht kann man da trotzdem drauf eingehen. Also was verstehst du unter dem spirituellen Teil? Genau, sind wir hier bei Jetzt TV. Ich beschreibe Psychedelika manchmal als großen Wecker, also wie so eine ganz große Alarmglocke, die man aufzieht und die einen dann mal für eine kurze Zeit wirklich aus dem Schlaf reißen kann. Man wird wach, möglicherweise für eine kürzere Zeit, und Dinge, die man vielleicht vorher nur gelesen hat und versucht hat zu verstehen, was ist jetzt so ein erstes Samadhi oder was heißt das, ich bin alles, ich bin ein oder eigentlich existiert ja nur ein Bewusstsein, ist dann nicht mehr eine kognitive Übung, sich irgendwas vorzustellen, sondern es ist schlicht eine Erinnerung. Das habe ich als sehr nützlich und hilfreich empfunden auf meinem Weg. Erinnerung heißt, dass es eigentlich immer so ist. Also es ist nichts, ist im Grunde keine neue Erfahrung, sondern es zeigt eigentlich den wirklichen Zustand. Naja, in dem Sinne ist Erinnerung doppelt gemeint. Also A ist die Erfahrung, also in meinem Fall war das auf jeden Fall so, wirklich so, als hätte man ganz lange was vergessen und würde sich an den Kopf greifen und merken, ah, stimmt ja, ich bin ja das. Wie konnte ich jetzt 30 Jahre lang denken, ich bin Joe, was auch einen gewissen Humor hat, einen gewissen Witz. Und das andere Erinnern, damit meinte ich, wenn die Erfahrung zurückgeht, der Alltag, der Beruf, der Stress kommt wieder und es setzt so ein gewisses Einschlafen in dieser Identifikation ein, dass da durchaus, wenn man das mit Praxis untersetzt, ein Erinnern bleibt, es gab da eine ganz andere Perspektive auf das hier. Und das ist so einer der ersten und stärksten Nutzen dieses Weges, die ich so für mich erfahren habe. Ja, und dann ist es ja auch ein Anliegen des Kongresses, überhaupt die gesellschaftliche Einstellung und Meinung zu bewusstseinserweiternden Drogen zu verändern. Ja, wir haben einen sehr speziellen Umgang hier in Europa und in der westlichen Welt mit diesen Dingen. Albert Hofmann, der Entdecker des LSD, hat es ja mal sein Sorgenkind genannt, das LSD. Und ich glaube, Sorgen machte es ihm in einigen Richtungen. Auf seinem 100. Geburtstag, den wir vor einigen Jahren gefeiert haben, hat er dann mal gesagt, dass sein Sorgenkind jetzt erwachsen wird. Und ich verstehe darunter, dass die Psychedelika, die psychedelischen Drogen, welche sehr unterschiedlich wirken und unterschiedlich zu bewerten sind von vielen anderen Drogen, die wir auch kennen, nie verschwunden sind, trotz Kriminalisierung. Und in gewisser Weise der Umgang und die Szene seiner Sicht mehr und mehr erwachsen wird, was ich so teilen würde. Wenn wir in andere Kulturen gucken, es ist, wenn man einfach Kulturen vergleicht, wirklich wertfrei, ist das wirklich ein sehr bizarrer Umstand, dass Dinge,
die in Südamerika beispielsweise als das eine der heiligsten Dinge überhaupt gelten, ja, so das Fleisch der Götter oder das Zentrum eines intensiv und mit viel Energie aufgewendeten, durchgeführten Rituals darstellt, ja, bei uns kriminell ist. So. Also eine Kultur sagt, das ist uns richtig wichtig und dafür nehmen wir uns richtig Zeit und das zeigt uns Gott. Und hier ja, kriegt man möglicherweise Probleme. Ich sehe da dahinter letztlich ein Missverständnis und sehr viel Unwissen, sehr viel Drogenmythen, sehr viel Angst. Aufklärung ist manchmal ein recht langer Prozess, aber ich bin optimistisch. Ja, vor allen Dingen werden so Alltagsdrogen, die ja im Grunde wirklich auch Drogen sind, eben Alkohol, gar keine Frage, aber auch selbst Kaffee und Tee und Schokolade, die werden ganz anders bewertet. Ne? Das ist irgendwie so ein Ungleichgewicht. Wir haben da erfreulicherweise an dem Punkt sozusagen schon was erreicht. Also wir jetzt mal als all die Leute verstanden, die sich da um Aufklärung und mehr Rationalität bemühen. Wenn man jetzt so Schautafeln der Polizei anschaut, was so alles Drogen sind, da tauchen jetzt Tabak, Alkohol, manchmal sogar schon Zucker mit auf. Also das Bewusstsein hat sich in den letzten 5 Jahren meiner Wahrnehmung nach verschoben, dass wir erstmal so rational geworden sind, zu sagen, die legalen Drogen sind auch Drogen, auch wenn wir Alkohol und Nikotin erlauben. Und wir haben jetzt auf dem Kongress auch nochmal, weil es so spannend ist, jemanden, der etwas zu dieser Nutt-Studie sagen wird, etwas Vertiefendes und Weiterführendes. Und diese Nutt-Studie, Professor Nutt, jemand in England, ist erstaunlich, dass es erst jetzt passiert ist, dass zum ersten Mal wirklich mit ausreichend Geld und Qualität im Hintergrund mal gefragt wurde, wie gefährlich sind Drogen eigentlich? Wie schnell machen sie süchtig? Was bedeuten sie für Sozialverhalten und wie stark sind die körperlichen Risiken? Und da hat man ganz nüchtern ein Ranking aufgestellt, hat einfach die 20 häufigsten oder auch gefährlichsten Drogen gelistet. Und das Ergebnis war für die Politiker sehr unerfreulich, weil die legalen Drogen sehr weit hoch rangierten. Und also sowas wie beispielsweise Ecstasy, MDMA, auf Platz 16 landete. So. Während der Alkohol, ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube Platz 4, auf jeden Fall sehr weit oben war. Aber damit beginnen wir erstmal rational mit diesen Themen umzugehen und zu fragen, ja, wofür ist es gut, wofür ist es nicht gut, ist es schädlich, ist es nicht schädlich? Und da müssen wir erstmal nüchtern an die Sache rangehen und nicht sowas 500 Jahre Tradiertes mitnehmen und sagen, Alkohol ist ein Lebensmittel und alles andere ist des Teufels. Das funktioniert auch immer weniger, was die Aufklärung angeht. Also junge Leute glauben einfach niemanden mehr, der erzählt, dass man von einmal kiffensüchtig wird und dann irgendwie mit Heroin unter der Brücke landet. Das funktioniert so nicht mehr. Ja. Da kommt eigentlich relativ schnell die Antwort, dass das ihrer Meinung nach eher noch gesünder ist als Alkohol. Was ich so unterschreiben würde. Also relativ gesünder. Ja. Also da tut sich schon so ein bisschen was. Die Entkriminalisierung ist natürlich nochmal ein Verwaltungsakt. Es ist ein politischer Akt. Da ist unser System relativ zäh. Aber in den letzten Jahren gibt es da sehr positive Veränderungen. Also gerade auch was Legalisierung von Haschisch, von Hanf angeht, haben wir in Kalifornien jetzt so eine Teillegalisierung. In der Tschechei darf jeder eine Pflanze anbauen. Es passiert schon was. Gibt es da eine bestimmte politische Richtung, die da offener ist und andere, die da eher stärker dagegen halten? Ich glaube, bei dem Thema muss man hauptsächlich sagen, wir haben keine Lobby. Und man erfährt, wenn man sich mit dem politischen System so ein bisschen beschäftigt und fragt, wie Veränderungen funktionieren, immer mehr, dass da, wo eine Lobby, wo eine starke Interessengruppe ist, dann werden die Argumente, die Medien schon entsprechend eingeführt und dann werden schon entsprechende Gesetzesvorlagen den Parlamentariern unterschreibungsfertig auf den Tisch geschoben. Und wir haben keine Lobby. Und deswegen ist das, was ich hier mit dem Kongress mache, verstehe ich durchaus auch als Lobbyismus, ja, als unbezahlten, vom Herzen kommenden Lobbyismus für eine Sache, die mir sehr wichtig ist. Und es wirkt dann auch schon. Also wenn wir dann mal zu so einem Kongress so namhafte Größen versammeln, wir haben die Medien da. Das ist schon was,
was auch ein Teil einer politischen Arbeit ist. Ja. Kannst du das beschreiben, wie das ist, dass dir dieses Thema so am Herzen liegt? Also ist es einfach eine bestimmte Neigung oder kommt es aus deinen eigenen Erfahrungen oder braucht es gar keine Gründe oder kann man das gar nicht beschreiben? Doch, ich könnte schon beschreiben, ist auf eine Art relativ simpel. Ich habe sehr viel ausprobiert. Ich bin spirituell schon immer so ein bisschen Querfeldeingänger gewesen. Das ist eine Typfrage, das würde ich jetzt gar nicht so als die beste Variante ausgeben. Man kommt ziemlich viel rum und ist ziemlich beschäftigt am Anfang. Also ich habe mir eigentlich fast alle erreichbaren spirituellen Traditionen, Lehrer, Bewegungen angeschaut. Ich habe ein bisschen länger im Zen-Buddhismus zugebracht, auch im tibetischen Buddhismus. Ich habe einige Advaita-Lehrer, die ich sehr schätze, von denen ich viel bekommen habe. Und wenn ich auf eine Art ganz praktisch in die letzten 10 Jahre zurückschaue und mich frage, wo die von mir so verstandene spirituelle Entwicklung Fortschritte gemacht hat oder wo Einsicht, Geistesklarheit, mehr Mitgefühl, mehr Liebensfähigkeit sich wirklich entwickelt haben, dann war das jetzt ganz stark in dem Bereich. Also relativ pragmatisch, muss ich sagen, da ich einen eigenen Nutzen gesehen habe, versuche ich das jetzt ganz gern den Leuten anzubieten, die darin auch einen Nutzen sehen. So ist sicherlich nicht für alle, es ist so wie eine spirituelle Bewegung, eine spirituelle Tradition immer einen bestimmten Geschmack hat und mit einer bestimmten Struktur von Mensch irgendwie besser zusammengeht als mit jemand anders, der es gerne auf eine andere Art lernen möchte. Die Wege sind verschieden. Das Resultat des Ziels gleich. Ja, jetzt es sind 2 Jahre vergangen seit dem ersten Kongress, jetzt organisierst du den zweiten. Ist das so ein 2-Jahres-Rhythmus? Ist das für dich irgendwie angenehm? Weil es ist ja auch sehr viel Arbeit, denke ich, ne? Ja, der 2-Jahres-Rhythmus, den haben wir uns so in der Gruppe mal überlegt und bejaht. Ich finde ihn gut. Es ist viel Arbeit, allerdings erlebe ich jetzt auch, wie viel jetzt schneller geht, weil es schon mal gemacht wurde. Egal, ob das Tabellen sind, die man nicht neu anlegen muss oder Kontakte, die jetzt alle im Mailprogramm schon drin liegen. Also meine Hoffnung ist, dass das ein Stück weit immer leichter geht. Und was ich schon erlebe, ist, dass es sehr wächst. Also wir haben dieses Jahr beim nur zweiten Kongress schon den Sprung geschafft ins Bilinguale, dass wir jetzt Englisch-Deutsch anbieten. Wir haben jetzt einen Raum von Samstag bis Sonntag zusammen, wo es nur in Englisch läuft. Mit der Übersetzung geben wir uns sehr viel Mühe, dass es komplett übersetzt wird, Englisch sowie Deutsch. Das wird wahrscheinlich erst im nächsten Kongress gelingen, aber was wir schaffen, das machen wir schon diesmal. Und da erlebe ich sehr viel Fortschritt, sehr viel, dass wir uns jetzt mit den anderen Kongressen vernetzen. Die Bewegung an sich bekommt gerade unheimlich Zulauf. Mir ist nicht ganz klar, woran das liegt. So. Ich kann nur sehen, dass allein wenn man fragt in Europa, was hat es zu dem Thema für Kongresse gegeben, da gab es in der Vergangenheit immer mal ein Event, nicht so oft, und in den letzten 3 Jahren richtig viele. Ja. Und wir sind im Kontakt und versuchen, die Organisatoren der anderen europäischen Kongresse und Events mit einzuladen. Vielleicht in 3, 4 Jahren einen wirklich großen, mal gesamteuropäischen Kongress hinzulegen. Also das sind so Sachen, die mich dann auch wieder beflügeln. Wo ich merke, da wächst was zusammen. Und es gibt, das wird medial so nicht gespiegelt, würde vielleicht Leute verwundern, aber meiner Meinung nach wächst die Szene gerade unheimlich stark. So. Besonders im Bereich Ayahuasca ist da was aus Südamerika hierher geschwappt. Ich glaube, am Anfang sind einfach Leute ab und zu runtergeflogen. Und das war so eine Zeit, da war das eher so eine Art Geheimtipp. Oder es gab hier und da, habe ich immer wieder Leute getroffen, die sagten, ja, warst du noch nicht in Südamerika? Kennst du den und den Schaman? Und inzwischen kommt das eben auch sehr viel nach Deutschland. Und also was ich gehört habe, klingt sehr gut. Ich habe jetzt noch nicht einen Fall gehört, dass es in Richtung, ja, Geld für den Missbrauch oder Unverantwortlichkeit geht oder so. Ja, also die Bewegung wächst.
auch wenn es etwas unsichtbar ist. Wenn du von wir und Team und euer Team sprichst, wie kann man sich das vorstellen? Weil auf deiner Homepage finde ich jetzt da nicht irgendwie Fotos oder Namen, aber Genau. das ist eine größere Gruppe oder wie viele Menschen sind das? Die Organisation hängt schon zu sehr großen Teilen an mir. Ich mache das auch gern und irgendwo sollten die Kontakte auch zusammenlaufen. Es gibt dann zwei Vereine, wo einige Leute mitarbeiten. Die meisten kommen jetzt aus dem Verein Chill Out. An dem Platz sind wir auch. Also das Gelände, was wir jetzt haben, da ist der Verein Chill Out Potsdam Mieter, also ist Teil dieses Freilandgeländes. Und am Kongresstag gibt es dann sehr viele Helfer und es gibt jetzt Helfer, die so verschiedenste Jobs ausfüllen. Ja, also es gibt Leute, die uns bei Facebook PR helfen oder Leute, die Flyer auslegen. Ja, hoffe, das beantwortet deine Frage so ein bisschen. Merkst du Und da wir auch, werden die dass da. Leute, ja, entschuldige, Ja? ich habe genau heute noch mal auf die Webseite geschaut und dachte, jetzt hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, wer in welchem Maße wie mitarbeitet und wir werden das jetzt wahrscheinlich noch nachschalten, dass man ein paar Gesichter sieht, dass der Kongress ein Gesicht bekommt. Ja. Ja, kannst du noch was zum neuen Platz sagen? Also, oder. Ja, ich freue mich da sehr drüber. Also einerseits war der Botanische Garten in Berlin natürlich eine tolle Adresse. Also nicht nur, weil es ein Teil der Freien Universität Berlin ist. Ich glaube, die Freie Universität Berlin wusste nicht, dass es da einen psychedelischen Drogenkongress gewissermaßen in ihren Räumen gibt. Hatte offensichtlich aber auch nichts dagegen. Also von der Adresse her sehr schön. Von den Möglichkeiten, die wir da hatten, war es gruselig. Wir wollen natürlich auch vernetzen. Wir würden gern mal ein Stück psychedelische Kunst an die Wand hängen. Es war alles verboten. Es war eigentlich typisch Deutschland. Ja. Wir hatten Verträge mit Vertragsstrafen und durften eigentlich nichts tun, außer in den Raum hineingehen, auf vorgeschriebenen Wegen und das Gebäude pünktlich verlassen. Wir stellen uns so einen Kongress aber als ein Wochenende vor, der integral sein soll im Sinne von, da gehört jetzt nicht nur Reden und Zuhören dazu. Da gehört auch Sang, Singen und Tanzen dazu. Da gehört sich bei einem Kaffeetreffen dazu. Und da soll doch dazugehören, dass ganz spontan Dinge entstehen können. Also, dass wir sowas wie ein Speakers Corner haben oder eine Fishbowl. Also so Elemente, wo einfach Freiraum da ist und Leute ganz spontan was anbieten können. Diese Möglichkeiten hatten wir komplett nicht vor 2 Jahren und sind jetzt sehr froh, einen Platz gefunden zu haben, wo das potenziell in 2 Jahren wieder möglich ist, der von der Kapazität her Luft nach oben hat und selbst von den Räumen. Also bin ich sehr glücklich drüber. Und es gibt schon mal sehr viele Leute, die das Projekt toll finden und die uns unterstützen. Es gibt eine eigene Partycrew. Es gibt sowieso einen Platz da, den Spartakus, wo jedes Wochenende eine Party stattfindet und das sind alles Sachen, wo die Zusammenarbeit sehr gut funktioniert und wo es echt Freude macht. Und ihr habt ja auch sehr freundliche Preise, sage ich jetzt mal, für das ganze Wochenende im Vorverkauf 60 €. Ja, vielleicht kannst du da auch was zu sagen. Wie macht ihr das? Weil das ist ja echt sehr günstig. Das ist so eine Art, man könnte sagen, Alleinstellungsmerkmal, ja, wenn man sich auch die anderen Kongresse anguckt. Und das ist jetzt nicht so, dass die anderen Kongresse bewusst irgendwie in der höheren sozialen Schicht bleiben wollen oder so. Kongresse sind einfach unglaublich teuer. Ich glaube, es ist den meisten Leuten nicht bewusst, was da ganz schnell an Kosten zusammenläuft, wenn man Platzmiete, ein Zelt mieten, vielleicht noch Bestuhlung oder Technik zumieten. Nur Reisekosten für 30 Referenten zahlen, das explodiert ganz schnell. Andererseits haben wir erlebt, dass gerade junge Leute, Studenten an dem Thema interessiert sind. Und wenn wir auch so ein Stück Bildungsanspruch sehen, dann wäre genau das eine Zielgruppe. Ja? Und das war immer ein Konflikt, den wir so gespürt haben. Also Konflikt, das war eine Spannung, die wir hatten. Und ein anderer Hintergrund ist noch, dass unser Vorgänger in Berlin, die NTO Vision, letztlich an finanziellen Problemen gescheitert ist. Also da sind einfach wirklich Schulden an Leuten hängen geblieben, die sich unheimlich engagiert haben und einfach es finanziell nicht mehr meckern konnten.
Und unsere Idee war dann, wir machen das einfach so, dass wir ganz klar in der Organisation komplett ehrenamtlich arbeiten, was natürlich ein Stück auch uns limitiert. Ne? Irgendwie muss jeder selber noch sehen, wie er seine Brötchen verdient. Man könnte jetzt mehr machen, wenn man Geld in die Hand nehmen würde und würde zwei Feststellen schaffen. Andererseits setzt uns das in die Lage, dass wir die Referenten wirklich fragen können. Das würde ich mir sonst nicht trauen. Kannst du ohne Honorar kommen? Und jetzt war es sogar so, dass ich gesagt habe, selbst unser Reisekostentopf ist alle. Wir würden dich sehr gern begrüßen, aber wir sind im Moment nicht mal sicher, ob wir Reisekosten zahlen können. Und zu meiner Freude wird es sehr gut angenommen, so dass die Referenten erkennen, wir sind transparent mit den Finanzen. Wir selber sind gewissermaßen eigentlich nur eine Art Dienstleister, der das Publikum mit den Sprechern zusammenbringt. Wir machen das aus Überzeugung, aus Begeisterung. Und also ganz viele Referenten kommen mit einem unheimlich großen Kredit auf uns zu. Und das macht wiederum Freude, dass dieses Konzept so aufgeht. Ja. Und ich hoffe natürlich jetzt auch, dass die Leute sagen, hey, für 60 Euro oder ermäßigt, also Student, Hartz IV, was auch immer da in Ermäßigung denkbar ist, kostet dann nur noch 30 Euro. Das ist jetzt auch ein Grund, dass ich da mal hingehe, weil ein Stück weit sollte man vielleicht auch verstehen, dass so ein Kongress nicht nur was ist zum Konsumieren, wie ein Film, in den man geht, sondern so ein Kongress ist durchaus ein aktives Unterstützen der Szene. Also wir brauchen das auch alle 2 Jahre, dass wir uns treffen, dass wir Referenten bezahlen, die zu dem Thema arbeiten und was Schlaues zu sagen haben und dass wir das in guter Qualität in die Medien bekommen. So. Also ein Stück weit war das jetzt der Appell, denn auch wirklich zahlreich zu erscheinen. Ja, und dann ist es wäre es für euch sehr gut, wenn die Interessenten jetzt schon die Tickets kaufen, ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist so für so einen Festivalveranstalter. Wir sind an so einem Punkt, können wir noch ein Zelt zubuchen? Haben wir das Geld? Ja, nein. Das können wir dann am ehesten entscheiden, wenn schon 50, 100 Leute ihre Tickets gekauft haben. Wir haben schon einige Tickets verkauft. Ich denke ja eher, dass es in 2, 3 Jahren so sein wird, dass die Leute wissen, dass es die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass es ausverkauft ist. Und dann verändert sich sehr auch das Verhalten der Leute. So, und ich denke, das können wir schaffen. Es gibt da Obergrenzen. Man kann also Kongressplätze zu finden, die mehr als 300, 400 Leute, 500 Leute halten können. Das ist jetzt quasi fast nicht mehr bezahlbar in Deutschland. Also wir werden immer bei so einer Kongressgröße von vielleicht maximal 400 Leuten landen. Und irgendwann werden wir, glaube ich, so begehrt, dass wir dann das Problem gar nicht mehr haben. Ja, dass die Leute wissen, wenn ich zur NTO Science will, dann spätestens im Juni mal das E-Ticket kaufen. Also jetzt ist auch begrenzt auf 400 Ist begrenzt auf Besucher und 300 Leute. 300. Ja, ist auch also auf jeden Fall günstig, jetzt schon sein Ticket zu bestellen. Ja, könnte vielleicht auch dieses Jahr schon eng werden. Das können wir so noch nicht abschätzen. Und wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Hast du Lust noch auf einzelne Referenten und Themen einzugehen? Also die NAT-Studie hast du ja schon erwähnt, finde ich sehr interessant. Da zum Beispiel mich spricht da an Leben im Rausch über dieses Buch. Wie heißt der Referent jetzt? Leben im Rausch, ich glaube, der Daniel Von Kuller. Daniel Kuller, ja. Ja. Kannst du dazu was sagen? Ja, bin sehr froh, dass Daniel Kuller kommt, weil wir damit gewissermaßen unsere Spannbreite aufrechthalten. Es ist gar nicht leicht, auch so ein bisschen merke ich mit den Leuten und den Referenten, wenn man politisch und weltanschaulich so ein, also das Universum abbilden will. Ja. Und Daniel Kuller mag ich sehr vom Schreiben und Denken her. Ich würde ihn jetzt mal als einen klassischen linken Autor beschreiben. Ich hoffe mal, dass das auch eine Selbstbeschreibung von ihm wäre. Das heißt, er guckt sehr auf äußere Strukturen. Er versucht durch Sprache und Dekonstruktion gewissermaßen mehr Sinn und Verstand in die Begriffe zu bringen und über Dinge intelligent nachzudenken, zum Beispiel wie Leben und Rausch. Ja. Und ich mag diese Herangehensweise sehr, so uns zu fragen, wie stehen wir dazu? Erfasst den Begriff des Rausches auch weiter. Ne? Also Kaufrausch ist durchaus auch ein Rausch und so
alles, was ich von ihm so ein bisschen angelesen habe, fand ich gewissermaßen inspirierend, nicht zu sehr in engen begrifflichen Kisten zu denken, aus denen man dann nicht mehr richtig rauskommt. So. Also jemand aus der emanzipatorisch linken Ecke und vielleicht so im Kontrast, und da bin ich mir schon sicher, unter den Referenten und auch unter den Leuten, die diese Leute normalerweise so lesen, gibt es durchaus Diskussionsbedarf und Reibung. Wäre jetzt ein Kontrastpunkt Samuel Widmer, wo ich mich sehr freue, dass er kommt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, Samuel Widmer hat man die letzten Jahre nicht mehr irgendwo öffentlich auf einem Kongress oder einer Tagung gesehen. Deswegen bin ich da ein bisschen, ja, kann man sagen, fast stolz drauf, dass wir das geschafft haben, ihn für uns zu gewinnen. Samuel Widmer ist jemand, der seit ja, der eine Ausnahmeerlaubnis hatte, mit den Substanzen LSD, MDMA psycholytische Therapie zu machen. Das heißt, er ist einer der Koryphäen zu definieren und aus Erfahrung zu sprechen, inwiefern sind psychoaktive Substanzen für Psychotherapie nützlich. Ja. Das finde ich eine sehr wichtige Diskussion, zumal Psychotherapie letztlich zu Spiritualität und zu Persönlichkeitsentwicklung einen sehr offenen Bereich hat. Ja. Also wo endet die Neurose und wo beginnt die Normalneurose und wo fängt das Aufwachen an? Die Grenzen sind sehr fließend und die Methoden sehr ähnlich. Also, das ist jemand, auf den ich mich sehr freue. Aus der, ich sage jetzt mal, klassischen Jetzt-TV-Liga haben wir für diesen Kongress Thorsten und Padma gewinnen können. Die sind mir aufgefallen bei dem letzten Forumserleuchtungskongress, dass sie auf eine sehr, wie soll ich sagen, anschaulich, sachlich und verständliche Art und Weise über so Dinge wie Alleinheit und spirituelle Erfahrung sprechen konnten. Ja. Ich finde das sehr wertvoll, wenn jemand diese spirituellen Begriffe runterholt in unsere Sprache. Also nicht zu sehr mit buddhistisch-Sanskrit-Begriffen hantiert, die man ja letztlich dann auch nochmal übersetzen müsste ins Deutsche, sondern in einer Alltagssprache erklärt, was könnte Alleinheit sein. Ja, oder was bedeutet ein erwachtes Leben? Und ich habe sie direkt auf dem Forumserleuchtungskongress angesprochen und sie haben gesagt, ja, das klingt nicht schlecht und freue mich, dass sie jetzt kommen werden im September. Vielleicht interessiert dich noch speziell jemand. Mir fällt es wirklich schwer, bei dieser Fülle jetzt von fast schon 40 Referenten einzeln herauszugreifen. Ja, da ist hier ein Themenpunkt Menschenrechte und Freiheit für Psychonauten. Ja, sehr schön. Das finde ich auch sehr interessant, dass es ja im Grunde ein Recht ist, wenn man anderen Menschen nicht schadet, dann selber zu experimentieren, wie und mit und womit immer man möchte, ne? Genau, der Hans Cousteau ist, das sage ich jetzt mal sehr liebevoll, ja, Urgestein der Szene und also seit Jahren sehr aktiv und spricht auch inzwischen sehr eindrucksvoll, weil er das einfach kann und sehr oft macht. Und tatsächlich ist die juristische Perspektive bei dem Thema sehr interessant, weil wenn man so ein paar Dinge hört, fragt man sich dann wirklich, wieso ist es denn dann jetzt verboten? Also wenn es juristisch klar das Recht der Selbstverletzung gibt, ja, also wenn jemand Selbstmord begeht und er wird in die Klinik eingeliefert, dann, obwohl es ja christlich vielleicht fragwürdig wäre, dann zahlt die Krankenkasse schon. Ja. Aber wenn man etwas, eine Substanz konsumiert, die also 10 Punkte unter Alkohol liegt, also wissenschaftlich jetzt mehrfach fundiert bewiesen, deutlich weniger toxisch ist, deutlich weniger Sucht erzeugt und deutlich weniger das Sozialverhalten schädigt als Alkohol, dann bekommt man möglicherweise Probleme mit der Staatsmacht. Das ist hochgradig irrational. So, und diese Irrationalitäten, die haben wir nach wie vor in unserem System, obwohl wir uns für so aufgeklärt halten. Ich glaube auch, dass die Überzeugung von wir sind so aufgeklärt so stark ist, dass wir es dann fast nicht mehr glauben, dass in unserem Rechtssystem Dinge da sind, die mit dem normalen Menschenverstand nicht zu begründen und nicht zu erfassen sind. Ja. Und da finde ich es immer wieder erfrischend, wenn jemand einfach immer wieder sagt, das sind unsere Rechte, das ist das Grundgesetz in diesem
Kollektive gibt. Und bewegen wir uns und so sieht es mit den psychoaktiven Substanzen aus. Ja. Ich habe doch eine gewisse Hoffnung, dass wir genau auf dieser Ebene letztlich auch juristisch mehr und mehr Land gewinnen. Ja? Was ich inzwischen verstanden habe in der Beschäftigung mit dem Thema, dass das wirklich zutiefst in die Kultur eingreift. Und Kultur kann man bei Menschen nicht schnell ändern. Also sowas wird man nicht über Nacht kippen. Das löst Angst aus. So. Deswegen ist auch der Wechsel von konventionellen Lebensmitteln zu Bio-Lebensmitteln, das waren jetzt eben 30 Jahre Weg. Ne? Bevor niemand mehr Angst hat oder sich empört, dass Bio-Produkte inzwischen in allen Supermärkten Deutschlands liegen. Ein bisschen ähnlich sehe ich das mit den Substanzen. Das ist ein Kulturshift und es braucht Zeit und es braucht auch uns, die wir permanent dranbleiben an dem Thema. So. Ja. Dann habe ich hier noch gefunden das Thema Ekstase und Endstase. Ja, aber da bin ich genauso neugierig wie du, denn Ronald Steckel hat sich noch sehr bedeckt gehalten, was er dazu sagen möchte. Sozusagen ein Special Feature. Er hat gesagt, er will noch gar nicht weiter erklären, was er damit meint. Er wird es dann auf dem Kongress tun. Ronald Steckel selber ist jetzt aber kein Unbekannter. Er hat auf dem LSD-Symposium in Basel, wo 3000 Menschen da waren, einen für mich herausragenden Vortrag gehalten. Kommt aus Berlin, ja, ist Regisseur und Autor, Komponist. Für mich auch einer der Referenten, über die ich mich ganz besonders freue, dass wir ihn gewinnen konnten, zu kommen. Dann habe ich auf eurer Homepage gefunden, dass ihr auch besonders auch Frauen einladet, weil es erst mehr männliche Referenten gibt. Ich weiß nicht, wie es bei den Besuchern ist. Vielleicht kannst du zu dem Thema auch etwas sagen. Ja, das hat mich sehr gefreut, dass meine Anzeige gewissermaßen, die ich auf die Stadtseite des Kongresses gestellt habe, wirklich funktioniert hat. Ich habe ja gedacht, es ist selbstverständlich, dass Referenten sich auch anbieten können und es auch tun. Aber dann ist manchmal so eine Ermunterung, sozusagen, also ganz speziell Frauen würden wir uns freuen, denn wir wollen gerne eine Ausgewogenheit von männlich-weiblich auf unserem Kongress auch haben. Es gab dann wirklich einige Mails von einer Frau aus England, einer Frau aus Schweden und den Niederlanden, auch aus Deutschland, die gesagt haben, ja, also wenn ihr noch weibliche Sprecher sucht, ich hätte das, um es anzubieten. Und ich glaube, wir haben jetzt keine 50%. Ich bin auch nicht so ein Fanatiker von Zahlen und harten Quoten. Für mich geht es da mehr um eine Ausrichtung und einen Geschmack. Aber wir haben doch jetzt eine recht hohe Frauenquote. Also ich glaube, für einen Kongress ist das schon ungewöhnlich. So. Auch so dieser Art, wenn ich mich bei unseren Partnerkongressen so umschaue, sind wir da schon sehr gut. Ich meine, dann fällt mir noch, ja. Das Grundanliegen, glaube ich, ist klar. Das ist jetzt nicht ein speziell entheogenisches, dass für mich Frauen einfach ein Stück immer wieder anders auf die Welt gucken als Männer und dass ich diese Mischung einfach viel mehr schätze, als wenn das so ein bisschen eine intellektuell männliche Monokultur ist. Ja. Ja, da fällt mir jetzt noch der plakative Titel auf, Keine Angst vor Hanf. Die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf. Ja. Vielleicht kannst du zu dem Thema was sagen. Matthias Brückers ist Autor und freier Journalist und hat jetzt nochmal gewissermaßen alle Argumente zusammengeschrieben zum Thema Hanf. Also der Hanf als Einzelfenomen ist wahrscheinlich das, was als erstes ausbrechen wird aus dem Bannkreis der im europäisch-deutschen Kulturkreis nicht erlaubten Räusche und Genussmittel. Ja. Da ist natürlich auch eine ganz andere Lobby dahinter. Ja. Finde das aber nicht negativ. Ja. So, da, ich weiß nicht, ob man hier mitbekommen hat, dass es diesen tollen Erfolg gab von der Deutsche Hanfverband, hat ja jemanden geschickt in ein Pro7 Ausschreibungs
Fernsehwettstreit irgendetwas darzubieten und der Gewinner bekommt dann 1 Million Euro von ProSieben und tatsächlich gewonnen hat der Deutsche Handverband, ja, so 1 Million Euro aufs Konto von ProSieben. An der Stelle hat man einfach gesehen, welch großen Rückhalt in der Bevölkerung dieses Thema hat. Ne? Die Leute haben einfach gesagt, hier twittert, schreibt SMSen, wählt für uns und so ein bisschen würde ich das fast als soziales Hacking nennen. Ne? ProSieben hat es dann auch nicht ausgestrahlt, ich bin dem jetzt nicht so nachgegangen, will keine Conspiracies verbreiten, aber es war dann wohl irgendwie gar nicht so richtig online. Aber der Hanf hat gewonnen. Ja? Und ich sehe das mit Freude. Ja? Der Hanf ist nicht so ganz 100% das, was wir zu den Entheogenen rechnen würden, aber ist auch nicht so ganz draußen. Deswegen gibt es da so eine sehr partnerschaftliche Beziehung zu. Der Hanf ist so ein bisschen eine Zwitterpflanze. Ja? Also man kann ihn sowohl zu den Entheogenen rechnen, also die Entheogene ja von der Idee her, das Göttliche in einem aufzeigend oder eine das göttliche zeigende Bewusstseinserfahrung ermöglichen. Und der Hanf ist so eine Mischung. Er kann durchaus auch zum Sedieren der eigenen Probleme genutzt werden. Also ich werde ruhig, relaxed und so ein bisschen, nichts geht nicht mehr an. Andererseits hat er auch diese psychedelischen Eigenschaften. Er ist gewissermaßen ein Mix. Und wir freuen uns aber, dass an der Stelle die Diskussion wirklich geführt wird. Ich würde sagen, wenn es den Hanf nicht gäbe, hätten wir gar keine Chance gegen Pharmaindustrie und konservative Politik. Das ist so ganz grob beschrieben, mal das zum Thema Hanf. Und es sieht sehr gut aus, was da läuft. Also da habe ich inzwischen den Eindruck, dass die Bewegung so viel Energie, so viel Rückhalt inzwischen bekommen hat, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis das umgesetzt ist. Und es gibt auch inzwischen jede Menge Richter und Politiker und Polizeipräsidenten, die dafür sind. Ja? Also selbst da ist es nur noch eine Frage der Zeit. Es ist nicht so, dass diese Frage die Gesellschaft spaltet, sondern, ich habe jetzt den Namen vergessen, es gibt irgendeinen Polizeipräsidenten eines Landes, der ganz klar sagt, wir wollen wieder Verbrecher jagen und nicht Jugendliche. Wir müssen hier unbedingt was machen. Ja. Woran liegt es, dass Hanf so einen Rückhalt hat, weil es einfach so bekannt ist oder weil so viele Menschen sich dafür interessieren oder wie? Ja, ich glaube simpel, die Anzahl der Deutschen, die schon mal Hanf geraucht haben, ist deutlich höher, denn die Anzahl der Deutschen, die die LSD als Erfahrung kennen, so simpel ist das, glaube ich. Ja. Und man könnte auch sagen, dass die Risiken, so würde ich das jetzt mal einschätzen, auch noch, da könnte man sich vielleicht sogar streiten. Ja? Also Hanf hat ein gewisses Suchtpotenzial, was es bei dem Psychedelika überhaupt nicht gibt. Aber bei Hanf ist es wirklich extrem irrational, den zu verbieten und Alkohol zu erlauben. So, und ich würde sagen, diese Irrationalität, die reibt wirklich so. Also in der Gesellschaft, die von sich behauptet, dass sie rational fundiert und begründet sei, ja, ist es dann wirklich schwierig. Und ich würde sagen, dass die Informationen sind jetzt da. In den 60er Jahren konnte man noch Horror-Stories über Hanf erzählen und ein großer Teil der Menschen hat das einfach geglaubt. Ja, das ist der größte Unsinn erzählt worden. Inzwischen möchte ich nicht wissen, wie viele Politiker es überhaupt noch gibt, die nicht einmal in dem Leben gekifft haben. Ja, also wir erfahren ja die Wahrheit nie. Aber ich glaube, dass das sehr, sehr wenige sind und dass die im Wesentlichen an der CSU zu finden sind. Und selbst da wird es eine hohe Dunkelziffer zu vergeben. Also, ja. Zu Anfang des Interviews hatten wir schon darüber gesprochen, über deine persönlichen Erfahrungen spiritueller Art mit Hilfe dieser bewusstseinserweiternden Substanzen. Oft gibt es das Vorurteil oder die Meinung, dass solche Erfahrungen irgendwie nicht echt sind, nicht natürlich sind. Was kannst du dazu sagen? Ja, ich kenne das Vorurteil tatsächlich und ich kann vielleicht berichten, anfangs habe ich den Fehler gemacht zu diskutieren. Es lässt sich nicht diskutieren, ja, nicht wirklich, ob diese Erfahrungen echt sind oder nicht. Ich kann eigentlich nur aus meiner eigenen Erfahrung beschreiben, dass
die Zustände, durch die ich Meditation erreiche, die egofrei, allein und entidentifiziert sind, sich auf eine Art natürlich tatsächlich anders anfühlen als die, die durch LSD provoziert sind. Ja? Und dennoch ist das, was erfahren wird, das, was hier das Blatt Papier, auf dem die Geschichte geschrieben wird, als eine Metapher, das ist immer dasselbe Blatt Papier. Oder anders gesagt, das eine Bewusstsein, was sich hier gerade unterhält und Joe und Devasitu spielt, das ist immer das eine Bewusstsein. Und auf welchem Umweg oder durch welchen Unfall oder welche Droge die Trennung und die Ego-Konstruktion abstürzt, zerfällt, desillusioniert wird oder einfach in ruhigem, stillen Sitzen langsam aufgegeben wird, das ist dem ein Bewusstsein dann relativ wurscht. Ja. Der größte Unterschied, den ich eigentlich sehe, ist, dass ich die Meditation als eine Art Fußweg beschreiben würde, wo ich weiß, wie ich von jetzt hier Skype, Video, sehr aktiver Mind dazu komme, wieder mehr die Essenz wahrzunehmen und mich als das eine Bewusstsein zu erfassen, ja, in der so eine Joe-Idee, eine Fantasie und eine Gestalt und eine scheinbare Trennung spielt. Und ich kann dann wieder zurück in den Job gehen und gucken, wie stabil kann ich das da halten. Also der Fußweg wird von mir gegangen und ist mir bekannt, während die Drogen, ich würde es jetzt als einen Nachteil zulassen, so wenn man sagt, das ist ein Nachteil dieses Weges, die werfen dich dahin und werfen dich dann irgendwann wieder raus. Ja? Und man landet auf jeden Fall wieder in dem Bewusstsein, in dem man gestartet ist. Es gibt Fälle, in denen, dass ich nicht wiederkam, aber da wurde meistens vorgearbeitet. In der Regel landet man in seinem Alltagsbewusstsein und dann weiß man eigentlich nicht, wie bin ich dahin gekommen. Ja? Also der Weg dahin war auf eine Art provoziert. Ja? Es gibt auch im spirituellen Praktiken, die sehr intensiv sind und wo man sagen kann, die provozieren auch auf eine sehr intensive Art außergewöhnliche Bewusstseinszustände. Aber das wäre mal so mein Vergleich, den ich anstelle. Ja, so. Deswegen ist für mich auch die, wenn jemand sagt, dass Psychedelika der Wecker sind am Anfang des Weges, um dich erstmal wach zu rütteln aus deinem Schlaf, wenn sie dir dann, ich sag dann, die haben eine Leuchtturmfunktion, wenn sie dir dann zeigen können, wer du eigentlich bist und was das hier eigentlich ist. Ja? Also dieser Film Matrix und Neo, die zwei Pillen, es ist sehr Pop-Art, aber aus meiner Sicht ist es verdammt nah dran. Ja? Du kannst tatsächlich erfahren, was das hier ist oder was es auch nicht ist. Dann sollte aber aus meiner Sicht, oder nicht sollte, es muss hier niemand was, es darf auch gern weiter geschlafen werden, aber dann kann Fußweg einsetzen. Meint dann, in meinem Fall ist das so, dass mein Interesse immer mehr in die Meditation geht und in den Weg, dieses Loslassen und Geschehen lassen, einfach von mir selbst geschehen zu lassen. Und wenn dann jemand sagt, ich brauche keine Drogen mehr, würde ich sagen, ja genau, aber das Brauchen, da möchte ich dann gar nichts Moralisches hören. Also es darf immer noch einen Hedonismus geben und eine Freude am Rausch, so wie Daniel Kuller das berichtet. Ja, so viel dazu. Ja, und dann gibt es auch Menschen, für die ist es sehr wichtig, der Ursprung einer Substanz, die sie zu sich nehmen, die unterscheiden da streng zwischen natürlich und nicht natürlich, also von natürlich irgendwie in der Natur gewachsen oder gefunden oder wie auch immer und unnatürlich von Menschenhand zusammengefügt. Was kannst du zu, wie siehst du das? Also besteht für dich auch so ein starker Unterschied da? Also auch das ist ein Klassiker in der spirituellen Substanzdiskussion. Ich persönlich teile das so nicht, aber ich habe inzwischen mehr verstanden, dass es vielen Leuten tatsächlich so geht, dass es ein Misstrauen gegenüber Technik, Chemie und Laboratorien gibt. Und dieses vielleicht mehr instinktive Misstrauen ist ja nicht unbedingt unbegründet. Also ich kann schon sehen, dass auch die Atombombe irgendwie aus einem Labor kommt und eine Menge anderer Unfug, den wir Menschen so über die Welt verbreiten und dass aus dieser
Sichtweise so eine Art Instinkt entsteht. Alles, was wächst und irgendwo hier natürlicherweise auf der Erde vorkommt, ist gut. Oder könnte ich mir vorstellen, und alles, was irgendwie künstlich hergestellt wird, das mag ich nicht anfassen. Ich teile das so nicht, aber ich habe mich auch mit Chemie beschäftigt und mir fällt da nur ein, dass es jede Menge hochtoxischer Pflanzen und Tiere auf dieser Welt gibt. Also die Idee, dass alles, was wächst, gut ist oder irgendwie gesund, ist halt auch extrem irrational. So, es ist schon ganz gut zu wissen, was in den Pflanzen, Pilzen und Substanzen drin ist, wie es wirkt. Aber ich würde da sagen, an der Stelle ist eine Diskussion so ein bisschen unnötig, weil wie auf dem spirituellen Pfad jeder seinen Weg finden kann. Also wenn es für jemanden stimmt, dass er sich mit einer Pflanze oder einem Pilz sehr wohl fühlt und mit einem kristallinen Pulver sehr unwohl, dann gibt es ja überhaupt keinen Grund, ihn davon zu überzeugen, dass das Pulver, also die Reinsubstanz, die isolierte, genauso gut ist. Also da, ich sehe gewissermaßen keinen Diskussionsbedarf wirklich an der Stelle, weil die Natur, bis aufs LSD, das kommt so auch in der Natur vor, in einem Schmarotzer am Getreide, aber da kommt es nie rein vor. Also LSD gibt es jetzt nicht in der Pflanze, aber die meisten anderen Entheogene kann man gern in der natürlichen Form einnehmen. Und es gibt noch, um eine historische Anekdote noch zum Abschluss hinzuzufügen, Maria Sabina, eine sehr bekannte Pilzschamanin aus Südamerika, der hat man dann mal synthetisches Psilocybin gegeben. Ja. Und man hat diese Schamanin gefragt, sie soll mal gucken, wie das ist. Und sie soll auch gucken, ob das dasselbe ist, was sie da von ihren Pilzen bekommt, ja, auch vom Spirit her, wo wir vielleicht sagen würden, das trauen wir uns gar nicht zu, die Expertise. Und sie hat einfach nur gesagt, toll, das ist genau dasselbe, jetzt kann ich ja das ganze Jahr lang heilen, weil die Pilze gab es nicht das ganze Jahr über. So. Ja. Gut. Zum Abschluss für dich, an dich noch eine Frage. Wie schaust du persönlich dem Kongress entgegen, für dich persönlich? Ich freue mich sehr drauf. Also es gibt bei so einem Kongress immer eine sehr wackelige Zeit. Das ist die Vorbereitung, wo man Leute einlädt. Und das ist ein bisschen wie so eine Kettenreaktion, wenn man noch keine Referenten im Programm hat. Dann ist es auch nicht so einfach, welche zu gewinnen. Und wenn man es dann aber geschafft hat, also wenn man irgendwie über den Break-Even ist, und hat so ein tolles Programm zusammen und so viele Leute kommen, dann kann jetzt eigentlich schon fast nichts mehr schief gehen. Und ich freue mich jetzt einfach nur noch riesig, all diese tollen Leute zu treffen und hoffe, dass wir organisatorisch, technisch unseren Job gut machen und dass wir das letzte Mal am Ende alle glücklich sind. Ja. Gut, dann herzlichen Dank für das Interview. Ja. Danke dir. Auch vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und das Interesse da war, mich zu interviewen.